Topfit. Jawohl, sehr mal gern. Ich auch. Cooler Typ, oder? Wer ist denn das? Weiß nicht. Irgendwie kommt er mal weg. Sieht so gestellt aus. Oh, bin schon weg. Alles gut, kannst du gleich. So. Jetzt sind wir noch nicht in Brügge. Nein, mal in Frankreich, Lille. Ja, wieso sind wir in Lille? Weil es wird gestreikt in Belgien. Deswegen. So, das können wir nicht machen. Weißt, wenn wir streiken, dann gibt es da kein Video. So, eine Stunde Busfahrt nach Brügge. Eine Stunde schaffen wir. Ja, wir gehen so schnell wie möglich. Okay. Hallo, wir sind in Brügge. Hallo, wir sind in Brügge. Bravo. Wir sind in Brügge, sagt man hier. Wo? Brügge. Brügge. Brügge? Wo ist denn das? In Belgien. Ah, das Venedig des Nordens. Where are you from? Hola, hola. Spain. Barcelona? Very influenced from Spain. Valeria. Valencia. Oh. Thank you. Die Hauptstadt von Westflandern. Flanders? Flanders an Gott, Flanders an Gott, schick deine Wolken und rette meinen Tod. Nein, Flandern. Ah. Geht ein Pferd in Brügge in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Hermann. Hallo. Hallo Hermann, ich bin Marco. Hallo. Ja, Hermann. Brügge ist eine sehr schöne Stadt. Darf sich die Mannschaft morgen anschauen? Sicher. Ja. Sladi, möchtest du gerne? Vor dem Frühstück von 6 bis 7 machen wir eine Stadtrundfahrt. Also ich glaube schon, dass es eigentlich ein Duell auf Augenhöhe ist, aber wenn man uns zum Favoriten machen will, okay, dann nehmen wir die Rolle an. Anissa. Er weiß nicht, wie er sich mit Levilan verbindet. Also alles, was nichts mit dem Computer zu tun hat, habe ich im Griff. Ja, aber jetzt geht's auf einmal, schau. Boah, doch alles im Griff. Boah. Uno, hast du leicht alles im Griff? Hast du da die Milch, oder was? Nein. Oh, live noch. So, jetzt haben wir genug fladert. Zu dem depperten Weg hinter mir, ich weiß. Wieder Fußball. 16. Finale, Europa League. Hier riecht's nach Fußball. Genau. Gott sei Dank. Naja, oder auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Cooles Wasser. Ja, genau. Gehen wir's an, oder? Was Red sagst du? Ja, 2-1, oder? Ich sag 2-1 Salzburg aber. Ja, das ist super. 2-1 Salzburg. Ja. Okay. Ja, Salzburg verliert nicht, da lege ich mich fest. Nein. Die kommen weiter. Brügge sehen und aufsteigen, Freunde. Wahnsinns-Tor! Yes! Ausgleich! Was ihr abzeichnet, leider. 1-1. Eine Chance, die nutzen wir.
ist diese Niederlage heute? Ja, schwierig. Sehr bitter auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben in erster Halbzeit gutes Spiel gemacht, die Zweikämpfe angenommen, den schlechten Platz angenommen. Wir sind dann eigentlich verdient in Führung gegangen, haben wenig zulassen, aber ja, ich weiß nicht, ob uns zweite Halbzeit die Kraft oder was auch immer gefällt hat. Wir sind eben blöde Konter gelaufen und ja, durch Standards kriegen wir dann halt Tore und ja, aber ja, wir lassen den Kopf nicht hängen. Ja, sein Treffer reicht heute leider nicht. Eine bittere Niederlage, wie nervt die gerade? Ja, nervt schon, ist eh klar, weil man. Ja, weil es unnötig war. Sicher hat Brügge dann in zweiter Halbzeit mehr Druck gemacht. Aber ja, wir hätten die eine oder andere Gelegenheit auch nutzen können, auch nach einem Ausgleich. Haben eine riesen Chance gehabt, aber trotzdem, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das zu Hause backen werden. 2:1, leider für die falsche Mannschaft. Ich kenne das gar nicht, das ist so ungewohnt. Ja. Salzburg klingt immer, wenn wir dabei sind eigentlich. War unnötig halt. Ja, unnötige Niederlage, aber... Es ist noch nichts verloren. Nein, das ist das Schöne. Es bleibt spannend. Ja. Die Eurofighter fliegen weiter.